Philipp Poiset. Was ist mit dem? Alle Mädels auf den Konzerten so, oh. Und alle Typen so, hä? Der klingt so, als hätte er sich 7 Weizen vorher reingehämmert, vor jedem Album. Wenn du mich nicht auch vergisst, ich um den Taumel. Der lief mal morgens bei uns in der Küche, ne? Also nicht der. Das wäre irritierend. Der lief im Radio. Und ich dachte wirklich die erste Minute, das ist Französisch. Ich habe nichts verstanden. Am Ende des Liedes lag ich in Embryonalhaltung mit Daumen im Mund unterm Tisch und hatte richtig Bock auf Heroin. Ich hab mir die Ohren zugehangen und so, wie soll ein Mensch den ertragen? Wie kommt einer ins Radio, den man nicht versteht? Wer nimmt den überhaupt unter Vertrag? Ich hab's gegoogelt. Wisst ihr, bei wem Philipp Poiset unter Vertrag ist? Grönemeyer. Herbert Grönemeyer! Natürlich! Der hat gedacht so, was für ein Talent? Der Udo Lindenberg ist auch da. Der ist dann so arrogant im Hintergrund vorbeigelaufen. Leute, dann verstehe ich keinen Grund.